Jo, ich Steffi, ich bin ja genau wieder hier. Also eigentlich war ich im Begriff, mit dem AS42 noch was aufzunehmen, aber mir ist aufgefallen, ich quatsche, aber ich habe die Aufnahmetaste gar nicht gedrückt. Das heißt, Sprachaufnahme schon, aber hier nicht fürs Video und wurde schon abgeschossen und bin jetzt mit dem M1139 unterwegs, Schrägstrich 39. Und ihr habt das schon am Anfang gerade gesehen, wirklich. Ja, ein Nichts von Panzer sozusagen, ein Hauch von Panzer. Ja. Panzeranwärter vielleicht. Aber gut, wir sind hier im niedrigstufigen Schlachtbereich und oder Schlachtwertungsbereich und ich probiere es jetzt einfach mal. Da fahre ich halt das Ding jetzt, ist mir auch Wurst. Ist aufgefallen, ich wollte die Aufnahme abbrechen und dann fängt er an aufzunehmen. Und da dachte ich mir, ich habe gar nicht aufgenommen. Was für ein Scheiß. Lief sowieso nicht gut, aber ist egal. Ist egal. So, schnell ein Schlückchen Kaffee hier. So, wir cappen, das ist gut. Dann kann man nicht meckern. Das heißt, wir leicht. Oi, oi, oi. Wieso? Ja, das ist wieder. Das ist, wenn man vor sich hin blödelt und einfach wieder mal nicht drauf achtet, was eigentlich vor einem passiert hier. Okay. Ich sag ganz ehrlich, den Typen würde ich gern hier, also meinem Kollegen würde ich gern helfen. Aber der verbarrikadiert sich da jetzt irgendwo. Ja, muss ich wohl warten. Das Blöde ist, ich bin auch noch ziemlich klein. Das heißt, wenn ich einen Ticken. Naja, der hat mich schon mitbekommen. Wenn ich einen Ticken größer wäre, würde ich natürlich auch höher. Oh, der ist weg. Okay, der ist weg. Würde ich auch besser zielen können und hätte ihn wahrscheinlich auch beschießen können. Immerhin vielleicht nicht ausschalten, aber immer einen Treffer landen können. Vielleicht sogar einen kritischen. Mit Streuung in das Fahrzeug hinein, aber es sollte nicht sein. So, und jetzt stehe ich hier und gammel ein bisschen rum. Und wenn ich Pech habe, passiert überhaupt nichts mehr. Und da hat sich die ganze Geschichte auch schon erledigt hier. So. Komm. Mann, zeig mir doch. Da ist einer. Komm. Relativ schnell. Das heißt, ich muss mit der Artillerie vorhalten. Aber ich glaube, da wird auch nichts mehr treffen. Wenn man mit der Artillerie vorhält, ist halt auch schwierig. Wenn man dann. Oh, ja, okay. Abzuschätzen, wie schnell der fährt und da sind so viele Variablen, man hat da echt keinen. Wo hat denn der hingeschossen? Okay, so kann ich nicht treffen. Aber immerhin ist der Baum weg. Da müssen sie irgendwann mal noch am. So fällt kein Baum um. Mit der ganzen Wurzel so und. Nee, komm. Gajin, das könnt ihr besser. Ja, vielleicht ist das auch nicht mehr möglich. Vielleicht ist das Spiel schon zu alt. Um das irgendwie ein bisschen besser darzustellen. So, hier geht's ab über mir. So, ich habe keinen Bock mehr, hier jetzt noch länger rumzugammeln. Wenn ich Pech habe, werde ich jetzt direkt von hinten. Ne? Ey, die Karre ist so schwach, ich komme gar nicht hoch hier. Okay, hat sie erledigt. Wir versuchen es mal trotzdem, irgendwie woanders hinzukommen hier. Ich schätze mal, hinter mir ist nichts. Also, er steht hier auf dem Hügel oder hier oben. Dann versuche ich das ebenso. Wenn die sich jetzt mit ihm beschäftigen, da war ein Panzer neben mir. Ich sehe ihn, ja. Und ich muss das Fahrzeug drehen. Sonst kann ich nicht schießen. Funktioniert das? Hä, was war das denn jetzt? Hat der jetzt meinen Treffer abgefangen? Okay, der ist weg. So passiert das. So passiert das. Was stellt er sich vor mir? So. Gut, Adamant, hab wieder einiges ausgehalten hier. So ein Killchen wäre ja eigentlich ganz cool. Das Blöde ist, doch, jetzt könnte es funktionieren. Jetzt könnte es funktionieren. Nee, jetzt bin ich wieder zu hoch, zu niedrig. Alter. Das geht gar nicht. Abschusshilfe. Naja, das ist ja besser als nix. Wie gesagt, das ist auch nur aus Jux, weil eigentlich habe ich gar nicht geplant, das hier aufzuzeichnen mit dem. Gut, dann holen wir mal die Artillerie da, wo die jetzt cappen. Rauf. Hinter mir ist offensichtlich keiner. Das soll auch so bleiben. Aber die knallen hier die ganze Zeit Artillerie raus und mein Motor ist schon ein bisschen beschädigt. Schwierig. Also, ich glaube hier nicht, dass das jetzt noch irgendwas großartig gehen wird. Aber man weiß ja nie. Ich mache ein paar Arti-Treffer und jemand von uns cappt dort. Okay, der BT jetzt. Er hat gerade geschossen. Aber ich komme nicht. Ich kann mich nicht vernünftig positionieren. Ja, leck mich doch.
Ihr seht ja, mein Geschütz, mein Hauptgeschütz ist unten und ich kann das, also nicht mit dem Tourette drehen, weil sie ja nicht am Tourette befestigt ist. Das klingt ziemlich nach Bomben hier. Ich höre Bomben. Also einfach fahren. Ich muss jetzt irgendwo... Also habe ich nochmal Glück gehabt. So, jetzt stehe ich einfach rum wie Köppel. Ich, also, das ist aber nicht der Normal. Das ist ja nie normal. Oh, hier stehe ich eigentlich ziemlich gut. Fällt mir gerade auf. Fuck you. Der will es weiter probieren. Ah! Gotcha! So. Ohne Quatsch, dass ich überhaupt noch lebe. Ist für mich schon, also, mehr als erstaunlich. Gut, der Bomber sollte am besten weg. So, den habe ich immerhin doch um einiges getroffen. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht mehr vernünftig drehen kann. So. Ich meine, die ist so verkackt wendig, diese Donnier. Es wäre super, wenn der noch kritische Treffer... Wenn der immerhin nicht in der Lage wäre, hier seine Bomben abzuschmeißen. Leider ist das wohl. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Gut. Panzerretter, aber... Einen hat er weggemacht, habe ich gerade gesehen. Ich habe ihn abgeschossen und er hat einen weggemacht. Hier, die Heinkel fliegt ja immer noch. Vielleicht die Heinkel noch? Umstirb. Boy. Okay, cool. Das hat funktioniert. Ah, guck mal hier, guck mal hier. Ja, Mann, das läuft ja richtig mit dem Ding hier. Doppelschlag. Eigentlich war es für mich ein Dreifachschlag. Aber gut, war wahrscheinlich zu viel Zeit dazwischen. Zwischen der Dornier und dem anderen. Der Heinkel. Guti. Aber es läuft. Es läuft, auch wenn es nicht gut läuft. Aber, also jedenfalls nicht für uns als Team. Die knallen hier die Artillerie raus. Aber ich glaube, das muss von so einer Entfernung gewesen sein, dass es einfach nicht... sauber zielt hier oder sauber trifft. Aber es sieht nicht gut aus. Okay, er kommt auch noch raus hier. Yep. Okay. Hier, wo war der denn? Ich kann ihn nicht sehen. Okay, er ist eh weg. Ich wollte gerade sagen, ich kann ihn nicht sehen. Aber gut, ein Doppelschlag. Und das mit der Krücke. Finde ich geil. Gut, schon wieder Artilleriefeuer. Jetzt habe ich einen hinter mir. Wollte ich gerade sagen. Oh, das wird schwierig. Gut, kritischer Treffer, aber ich bin nicht wendig genug, leider. Und er versucht mich jetzt hier zu beackern. Ich habe eine Abschusshilfe, irgendein Fahrzeug unten, wahrscheinlich durch die Artillerie. Ich bin nicht schnell, okay, bringt nichts. Ich komm, den würde ich nicht einholen. Ich versuche jetzt einfach, ja, jetzt bin ich natürlich die Zielscheibe. Du bist ein Honk, Junge, aber ist egal. Schaffe ich hier noch Protest? Nee. Denn meine Kanonen sind viel weiter unten. Okay, ich glaube nicht, dass ich noch hinterherkomme jetzt zwischen bei denen hier. Ich bin so unwendig. Okay, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich feuere jetzt einfach hier rauf. Kleiner lumpiger Treffer. Aber gut, muss ja nur noch 4 Sekunden aushalten. Sprach ich und wurde abgeschossen. Und die Krücke ist auch weg. Ah, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch rein. Bis denn.